So, jetzt bin ich so 4, 4,5 Kilometer ungefähr gegangen und hier am Naturschutzgebiet Erlacher See im Karlsruher Oberwald. Und die Sonne sogar kommt raus, wie man sieht. Und jetzt gehe ich mal gleich hier rein und das mal zeigen. Organisieren jetzt und bei der Gelegenheit möchte ich mich bedanken für die über 4000 Videoansichten.
Stelle hatte ich 77 Abonnenten, aber irgendjemand hat seinen Kanal geschlossen oder wurde geschlossen. Und von daher sind es wieder 76. Heute wird ein bisschen gekocht zur Feier des Tages. Ich hoffe mal, dass meine Frau nachher noch herkommt. Ich habe extra wieder mehr Kartoffeln mitgebracht, Knoblauch, dann Trockengemüse, was ich eingeweicht habe schon. Und ja, gucken wir mal, was draus wird. Sonne scheint, hebt die Laune und danke, dass ihr bei. So, inzwischen habe ich ein bisschen was vorbereitet. An kleinen, an mittelkleinen, an bisschen gröberen, noch gröberen und dann das Heizholz. Ja, das waren ungefähr 3-4 Armvoll Widowmakers, Zweige, die überall irgendwo horizontal im unteren Buschbereich in den Ästen gehangen haben. Die meisten, über 90% von denen, waren ganz trocken. Da will ich jetzt mich mal ranmachen und das Feuer anzünden. Ich habe ein kleines Problemchen, weil ich ja nur die eine Hand benutzen kann, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, dass ich den Feuerstil gut striken kann. Ich habe so ein Feuernest gebildet aus trockenem Gras, Buchenblättern, Brennnesselsamen. Nee, so kriege ich das nicht richtig hin. Ich muss was anderes probieren. Oh ne, ich will auch nicht, dass das Feuer sich auflöst. Ich kriege zwar Funken, aber ich treffe nicht da, wo ich eigentlich will. Nochmal. So schön mal. Ah, ein paar irgendwelche Nadeln habe ich noch abgemacht. So. Richtig schön klein drücken, klein bröseln. Versuche ich es mal so. Ich glaube, ich gehe Birkenrinde holen. Ja, Birkenrinde hole ich mal. Und die bereite ich dann mal vor, weil so aufs Knie gelegt kriege ich einigermaßen guten Funken hin. Also bis dann. Ein bisschen Birkenrinde gefunden. Ich probiere es jetzt nochmal. Thank you.
da brennt's. Hat halt gestern Nacht nochmal geschneit und ich habe jetzt natürlich, weil ich nicht einen Baton nehmen kann mit der Hand, habe ich die jetzt nicht spalten können, außer hier an der Seite. Aber gleich geht das irgendwie los. Ja. Null Material von zu Hause mitgebracht, außer den Feuerstil. Im Bereich Feuer machen. Natürlich, wenn ich jetzt für mich selber jetzt das hätte, dann würde ich Feuerzeug nehmen. Und das wäre dann auch gut genug. Aber es ging ja auch darum, ein bisschen was zu praktisieren und zu üben. So, es ist schön heiß schon. Das restliche Holz ist in der Nähe. Das kriegt ein bisschen Wärmestrahlung ab und tut noch ein bisschen nachtrocknen. So, jetzt wird es richtig heiß. Wow. Wenn das jetzt ein bisschen runtergebrannt ist, dann bis dahin habe ich die Kartoffeln vorbereitet, aufgespießt, Weidenruten. Und dann gucke ich mal, dass wir uns ein bisschen Kartoffeln hier machen. Vielleicht noch ein kleines Süppchen vorweg. Schauen wir mal. Feuerstein wieder wegstecken. So, den ersten
So, das Wetter hat sich ganz schön verschlechtert. Nichtsdestotrotz ist meine Frau zu mir gekommen und wir kochen jetzt noch schnell das Süppchen zu Ende. Das Öl brutzelt schon. So, jetzt kommt die vorgefertigte. Muss noch raus. Ja, Gemüse dazu. Warte mal. So, hier. Ja, geh mal ein bisschen zur Seite. Rauch in den Augen, ja? Komm. Einfach zur Seite. Kannst du hier abstellen. Wo? Hier auf der Seite, ja. Das kannst du ganz gemütlich rauskratzen. Ah, ja.